Schönen guten Abend, herzlich willkommen in der Alten Schmiede und im Livestream der Alten Schmiede. Ein Abend mit Nora Gomringer, die heute aus ihrer aktuellen oder ihrer jüngsten Lyrik lesen wird. Sie war auch gestern hier schon zu Gast, manche von Ihnen haben das auch gesehen. Sie war gestern gemeinsam mit Suki in einem Projekt von Mieze Medusa hier, in der es um Schnittstellen und Verbindungen zwischen Literatur und Hip-Hop und Rap ging. Sie können auch das Video des gestrigen Abends in Bälde auf unserem YouTube-Kanal nachsehen. Dieser sei Ihnen auch nochmal ans Herz gelegt für die Sommerpause, denn heute ist unsere letzte Veranstaltung vor September. Das heißt, wenn Sie uns im Sommer vermissen, dann gehen Sie doch gerne auf unseren YouTube-Kanal und schauen Sie die eine oder andere Veranstaltung dort nach. Wie gesagt, die gestrige auch in Bälde dort verfügbar. Heute allerdings geht es um die Lyrik eben von Nora Gomringer. Sie wird aus den beiden Bänden Gottesanbieterin Monster Morbus Moden lesen. Es geht um Körper, es geht um Krankheit, es geht um Gott, es geht um Moden, ein breites Themenfeld. Jana Volkmann wird in die beiden Lyrikbände gleich noch ausführlicher einführen. Ich möchte gerne noch auf eine Sache hinweisen, nämlich hat Jana Volkmann gemeinsam mit Nora Gomringer schon im Herbst im Vorfeld zur Veranstaltung ein Gespräch geführt. Sie finden das in einem etwas älteren Hammer, der im Herbst erschienen ist. Wenn Sie hier sind, gerne draußen bei meiner Kollegin einfach danach fragen. Wenn Sie im Livestream zuschauen, auf unsere Homepage gehen und dort finden Sie ihn, er trägt den Titel Literaturkaleidoskop Herbst 2019. Das heißt, dort können Sie das PDF downloaden, wenn Sie gerne noch das Gespräch der beiden AutorInnen nachlesen möchten. Das war's von meiner Seite. Ich übergebe an Jana Volkmann, sage nochmal Danke an Nora Gomringer fürs nochmalige Hiersein heute und wünsche einen schönen Abend. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank, dass wir heute hier sein können und auch danke, dass Sie alle heute hier sind. Ich freue mich sehr, dass Nora Gomringer heute Abend zu Gast in der Alten Schmiede ist. Ich darf, glaube ich, sagen, dass sie endlich hier ist, weil diese Veranstaltung eigentlich schon im letzten Jahr hätte stattfinden sollen, ist dann verschoben worden und nochmal verschoben worden aus den bekannten Gründen. Und das hat auch das von Mieze Medusa kuratierte Festival, ist das Kunst oder kann das Rap, betroffen. Und in dem Rahmen war Nora Gomringer auch gestern Abend schon mal hier mit Suki zusammen. Das haben Sie vielleicht sich auch schon angeschaut oder angehört. Genau, in dem Morbus-Band ihrer Lyriktrilogie Monster, Morbus, Moden, den Johanna gerade schon angesprochen hat, heißt es über einen Virus, und damit ist natürlich nicht das Coronavirus gemeint, sondern ein ganz anderer Erreger, der darin als Ich auftaucht und sich in seinen Programmen den Leserinnen quasi selbst vorstellen kann. Ich bin der Virus, der wie alle Viren euch erzieht. Also dass so viele Menschen, und ich glaube wir auch, sich an diese Verschiebung und anderes zwangsweise so ganz rasch gewöhnt haben, mag durchaus einem solchen gebieterischen Erzieher geschuldet sein. Nora Gomringers Auseinandersetzung mit Krankheit und Medikation, mit Zahnweh, Syphilis und Genomen, all das ist getragen von einer Neugier auf das Menschsein, das sie mit zugewandter Offenheit, mit wachem Intellekt, mit Humor und mit Verspieltheit betrachtet. Und davon legen auch die anderen beiden Bände dieser Trilogie, also Monster und Boden, Zeugnis ab. Wir werden übrigens aus allen drei Bänden nachher noch Lyrik hören. Das Mode bzw. Moden, so heißt es viel sinnvoller im Plural, nicht allein eine Ansammlung von Kleidungsstücken ist, sondern gewissermaßen auch so eine Art Cluster oder so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Behaviorismen und Traditionen beinhaltet,
Das hat Nora Gomringer vorab schon im Hammer dargelegt, also in der Ausgabe, die Johanna gerade schon angesprochen hat. Das ist die Zeitschrift der Alten Schmiede und das Interview befindet sich da in der Ausgabe vom vergangenen Herbst, Winter. Und die liegt übrigens auch oben am Büchertisch. Also in der ersten Etage gibt es einen Büchertisch und der ist zugänglich von draußen, dann von gegenüber der Wunderbar. Clemens Setz hat ein Vorwort geschrieben zu der Trilogie zum Monster Morbus Moden. Und er hat darin geschrieben, dass er zu einem Zeitpunkt, als er in computergenerierter Lyrik so das nächste große Ding gesehen hat, beziehungsweise eigentlich die Zukunft der Dichtung oder eigentlich auch schon fast die Gegenwart der Dichtung. Und dann ist er durch eine Lesung von Nora Gomringer aus dieser, wie er es nennt, Weltferne wieder zurückgeholt worden. Wobei ich mich da gefragt habe, wohin denn zurück? Also auf die wirkliche Welt, den sogenannten Boden der Tatsachen, an dem so alles Materielle haften bleibt. Wenn ja, auf welche Welt eigentlich? Und dieses manchmal recht kompliziert scheinende Verhältnis vom Großen zum Kleinen, von der Transzendenz zum ganz Gegenwärtigen, zum ganz Unmittelbaren, auch vom Diesseits zum Jenseits, von Gott zum Mensch und vom Mensch zu Gott, wird dann noch stärker eigentlich thematisiert oder fast schon verdichtet in dem aktuellen Buch in Gottesanbieterin. Darin gibt es 5, ich weiß nicht, wie du das nennst, ich nenne es mal Kapitel oder Zyklen. Und der Titel ist durchaus auch wörtlich zu verstehen, weil die Gedichte als eine Art Angebot zu verstehen sind, sich mit Glaubensfragen eigentlich jeder Couleur auseinanderzusetzen. Wobei das, was ich besonders schön finde daran und was das irgendwie ganz, ganz besonders und ganz speziell auch macht, ist, dass das Ende in der Schwebe bleibt. Das ist, ich habe mir das vorgestellt, ein bisschen wie so ein Insekt, das die Flügel ausbreitet und man weiß nicht, ob es jetzt losfliegt oder ob es einfach die Flügel wieder einklappt. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass wo geglaubt wird, auch gezweifelt wird und hinterfragt wird. Es gab mal eine Poetikdozentur oder Poetikvorlesung, beziehungsweise die gibt es, glaube ich, regelmäßig an der Theologischen Fakultät hier an der Uni Wien. Die nennt sich Literatur und Religion und die hat Nora Gomringer gehalten vor 5 Jahren und hat darin über den Gott zwischen den Zeilen der Nora G. gesprochen. Und da gab es irgendwie so eine Formulierung, die mir besonders gut gefallen hat, wo es ging um die Spuren des Getragen und Aufgehobenseins in Andacht und sogar im Zweifel, die sich irgendwie durch das Werk ziehen und die man natürlich auch in der Gottesanbieterin vielleicht besonders merkt, vielleicht aber auch in allen Büchern. Das ist was, was ich, glaube ich, offen lassen kann und muss. Eins der Gedichte in dem Band heißt Wandlung, ständige Wandlung. Und das ließe sich wahrscheinlich ganz einfach oder ganz direkt irgendwie als Anspielung auf die Transsubstantiation verstehen, also die Wesensverwandlung von Brot und Wein in Leib bzw. Blut Christi während der Heiligen Messe. Aber bei Nora Gomringer geschieht eigentlich nicht so, wie man es erwartet. Die Gedichte sind voller spielerischer Raffinessen, voller Plot-Twists, nicht zuletzt auch geschliffener Kritik an den maladen Zuständen, an denen insbesondere patriarchale Gesellschaften kranken. Und ich freue mich sehr, dass Nora Gomringer heute hier ist und aus diesen eben genannten Werken lesen wird. Wunderbar, Jan Volkmann, große Ehre. Vielen Dank. So ein Geschenk. Von einer Kollegin so eingeführt zu werden, also beim nächsten Vorwort erlaube ich mir, mich zu melden. Es ist wirklich sehr erkennend. Ich bedanke mich. Es ist sehr schön, Ihnen zu begegnen und hier sein zu dürfen ein zweites Mal. Ich glaube, mein letztes Lesen an der Alten Schmiede war hier noch mit einem DJ. Nee, ich war oben mal, ich kann schon gar nicht mehr genau sagen, aber es ist eine Ehre, wieder hier sein zu dürfen. Das ist doch auch schön, wenn man das sagt. Kann und es auch meint. Von daher. Verlasse ich dir jetzt die Bühne direkt, oder? Gut. Den ersten dann sage ich nachher so, mein rechter Platz ist leer und ich wünsche mir Jana Volkmann her. Genau, gut, auch machen wir so. Gestikulieren oder okay. Ganz wild, ja, genau. Herzlichen Dank. Ja, ich habe gedacht, ich mache es wirklich chronologisch. 2013 habe ich mit einer Trilogie begonnen. Also ich wusste, es werden 3 Bände werden. Ich wollte sie ganz in Hip-Hop-Manier irgendwie auch Mo 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 nennen. Also es sollte sich steigern. Ich habe begonnen mit Monstern, dann wurden es Krankheiten, Morbus und dann kamen eben die Moden, wie erwähnt. 2013 war auch ein Jahr des Umbruchs in
vielerlei Hinsicht. Ein Beziehungsende bahnte sich an, eine Frustration darüber und dann eben ein Kontakt zum Nachbarn, wieder ein Nachbar. Wer das gestern mitbekommen hat, wo der Hip-Hop bei mir herkommt und in mein Leben gekommen ist, der weiß, dass es auch ein Nachbar war. Ich bin jemand, der gerne nachbarschaftliche Beziehungen pflegt. Und ich kann nur sagen, dass mein Nachbar in Bamberg ein wunderbarer Grafiker ist, nämlich Reimer Limmer. Und mit dem habe ich dann diese drei Bände begonnen. 2013 Monster, 2015 Morbus, 2017 Moden. Und mittlerweile sind alle drei in einem schönen, sehr poppigen, richtig schweren Band zusammengefasst. Und in dem ist eben auch dieses Vorwort von Clemens Setz. Einfach nur, um bibliografisch hier verfolgen zu können. Ich lese aus meinen zerfallenden Leseexemplaren, einfach weil sie seit Jahren mit mir reisen. Und das ist so, da weiß ich quasi, ohne dass ich so richtig hingucke, wo die Texte sind, die ich Ihnen vorstellen mag. In Monster Poems ist schon quasi eingefasst, was ich eigentlich vorhatte, nämlich drei Bände, die sich auch fast in Hip-Hop-Manier größer darstellen, als sie vielleicht sind. Sie sind 25 Gedichte, die mit 25 Illustrationen gepaart sind. Und sie reagieren direkt aufeinander. Und sie sind ein bisschen auch der Frustration geschuldet, dass wenn man jetzt in Lyrikregale, in Buchhandlungen blickt, wenn es überhaupt noch Lyrikregale gibt, dann sieht man, dass da meistens die Regalfächer klein sind, weil man fast nur noch die Klassiker verkauft. Und ich habe ja allein durch die Namensgebung Gomringer den Vorteil, zwischen Goethe und Heine zu stehen. Und dann dachte ich so, ja gut, wenn man mich nicht so in dieses Regal irgendwie reinschieben kann, dann muss man mich ja da vorstellen. Und dann will ich es auch poppig und dann will ich, dass Leute zu einem Gedichtband mal greifen, die vielleicht niemals im Leben sich sowas angucken würden. Ich habe auch mit verschiedenen Comicläden gesprochen, die haben ihn dann auch eben quasi ins Sortiment gestellt und so wünschte ich mir das. Da sind wir auch beim Thema, das wir gestern angesprochen hatten, nämlich: Wer soll denn kritisieren? Wen wünscht man sich als Ansprechpartner für das, was man da poetisch entwickelt? Und das geht im Hip-Hop genauso wie in der Lyrik. Wenn man also in der Lyrik ein bisschen exotischer arbeitet, dann merkt man auch, dann ist man glücklich, wenn Jana Volkmann einen liest und dem Menschen eben auch ein bisschen erklären kann. So, 25 Gedichte, 25 Illustrationen. Und alle diese Bände kommen mit immensen Vorwörtern. Also es ist so richtig frech aufgemacht, so von wegen, was will denn so ein kleiner Band, stellt sich breitbeinig hin und sagt: Genau kann niemand erklären, was in uns geschieht, wenn die Türen aufgerissen werden, hinter denen die Schrecken der Kindheit verborgen sind. Das ist ein Zitat von W.G. Sebald aus dem Roman Austerlitz. Hell is empty and all the devils are here. Is Shakespeare The Tempest, Act 1, Scene 2, and for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Das ist von Michael Jackson und ist aus dem Song Thriller. Also dieses Rauf, Runter der Pop- und Hoch- und Underground-Kultur sollte so ein bisschen mit hineinfließen. Sorry. Und das gibt ein bisschen die Stimmung dieser Bände wieder. Sie werden es merken, das wird sich wiederholen, diese Art des Baus dieser Bände. Das erste Gedicht aus dem Band heißt Monster und Mädchen. Ich bin das Mädchen bin ich, das du sortiertest mich. Es blieb mir nichts, nichts blieb mir, übrig bin ich. Wer ich jetzt bin, wer, fragst du mich? Ich war das Mädchen war ich. Sortiert hast du mich, so spricht das Monster bin ich. Dieses Gedicht ist eine Reaktion auf eine Begegnung mit einem jungen Mann, der mir von Jahren des Missbrauchs erzählt hat in seiner Kirche. Der daraufhin, als er sich dann geöffnet hat und seiner Familie das erzählt hat, eine komplette Zurückweisung erfahren hat
Und ja, diese Frage, als wäre das, was einem eben geschieht, für immer auch ein Stigma auf der eigenen Haut und wäre erkennbar für andere. Dieser Gedanke trägt sich dann so fort. In diesem Fall war es wirklich, dass ich um dieses Wort sortieren, das so ein seltsames ist, vielleicht einen Gedanken bauen wollte, denn dieser junge Mann hat mir gegenüber immer wieder das Wort sortieren genannt für das, was ihm widerfahren ist. Baby. Im ersten Jahr soll es möglichst viel schlafen, viel werden. Was in es gefüllt wird, soll Spuren hinterlassen, es aufbauen, vergrößern, erweitern. Gegen das Verheerendste, da werden Spritzen aufgezogen. Sieh da, das Vögelchen! Die Nadel vom Arzt in den Arm gerammt. Die erste massive Enttäuschung, denn die Mutter blicket stumm. Am Ende des ersten Jahres werden Schritte fällig, auch ein Wort. Es darf den Vergleich nicht scheuen mit den anderen Miniaturen. Erste Verhandlungen über Besitz und Abstoßung, die Kraft der Gesten und die Magie der Gesichtszüge führen ins zweite Jahr. Das Baby erhält einen Namen, wenn es eindeutig blau oder rosa geworden ist. Dann erst lohnen sich die Verurteilung des Storches, der Griff und das Kohlblatt, die vollen 9 Monate Ungewissheit. Fisch oder Vogel? Es ist immer ein Ding der Unmöglichkeit. Schreibt eine kinderlose Frau, die einen Grafiker zur Seite hatte, der sich gleich wirklich an diesen Topos, was ist denn zwischen Fisch und Vogel, natürlich ein Reptil gewagt hat und so sitzt hier ein Krokodil und gefährdet die Mutter. Und jeder kennt, also Monster Poems, muss ich auch sagen, ist der Situation geschuldet, dass ich meine Dissertation abgebrochen habe. Und das war eigentlich, war das Thema Horror, ja, das Horrorgenre, vor allem im Kinofilm, seit dem 11. September. Und es tauchten wahnsinnig viele Filme auf in der Zeit, die eben mit Kindern zu tun hatten. Also Kinder, die den Haushalt, der bisher stand und stabil war, quasi unterbrachen, in Gefahr brachten, irgendwie ins Wanken brachten und damit natürlich die Erwachsenen. Immer wieder sowieso erstaunlich, wie das kleinste Wesen im Haushalt die größte Veränderung bewirkt, dachte ich. Ein Gedicht auf Böcklins Toteninsel quasi gesetzt ist das Gedicht Versionen. In der norwegischen Version dieses Bandes, Monster Poems an sich, ist in 5 Sprachen übersetzt worden und in der norwegischen Version wurde dieser Text ausgespart. Das hat damit zu tun, dass sich Norwegen im Prinzip selbst verpflichtet hat, alle Literarisierungen von Anders Breivik und Anders Breiviks Taten zu unterlassen, mehr oder weniger. Versionen und ein Boot legt an. Böcklin malt ein Boot, das anlegt, umschattet, soghaft. Ein Bootsmann namenlos, allzu willig sich preiszugeben. Hitler besaß eine Version. Utøya wurde eine Insel, umschattet, soghaft. Ein Boot legt an. An Bord ein Tod, ein Übergangsadvokat. Böcklin malt ein Boot, das anlegt. Ein Bootsmann namenlos. Versionen von Breivik. An Bord ein Tod, friedlos, umsogen, schattenhaft, schemenlos, eine Insel und? Ein Und, das wahrscheinlich immer so weitergeht. Schließlich wissen wir, auf wen sich Anders Breivik bezogen hat. Ich habe längere Weile mal mir die Liste aller Kunstgegenstände, die Hitler in der Reichskanzlei um sich hatte, direkt um sich hatte, also Bilder der Kunstgeschichte, die ihn offensichtlich inspiriert, getragen und irgendwie eben immer wieder angesprochen haben, angesehen. Und er besaß von, ich glaube, 13 Versionen der Böcklinschen Toteninsel die Version 8. Und ja, kein Wunder, dass dann eben auch wieder jemand, der sich auf Hitler direkt bezieht, ja, im Prinzip eine Art Inception dann vornimmt, nämlich selbst eine Toteninsel schafft.
Hier vom klugen Grafiker so gestaltet, aus dem Buchstaben Aleph, ein Still aus dem Film Der Golem, genau. Und Der Golem ist ja wahrscheinlich für Dichter die bekannteste und die spannendste Gruselfigur, weil der Golem ja nur durch Sprache bewegt wird. Der Golem hat auf der Stirn das Wort Emet, und Emet heißt Wahrheit, und wenn man das Aleph am Anfang, das man nicht spricht, quasi ihm wegmacht, dann steht da Met, und Met heißt Tod. Und nur so kann man ihn bewegen durch das Einritzen des Wortes, und stoppen kann man ihn dann, indem man eben das Aleph entfernt. Und so dachte ich immer, das ist doch das ultimative Gruselwesen für einen Dichter, ein durch Sprache bewegtes Unheil. Es sprach der Rabbi Löw: Zeig Füße, Hände, den stirnflachen Schädel und lass dich berühren, dich gar beschreiben, mit dem Aleph um Wahrheit und Tod, Atem und Chaos. Dann sorg für Ruhe im Viertel, zieh aus den Brunnen die Vergifter, hol mir die Töchter aus den Betten ihrer Schänder. Ich weiß, du bist mein, noch nicht, aber bald. Wo du trittst, tönt die Erde voll Himmelsmacht, wie es immer ankommt, auf das eine Zeichen, das dich komplett sein lässt, oder eben kurz davor. Mein Versprechen: Ich will dich brennen, wenn alles erledigt ist. Es wird nie sein. Dann sind wir Töpfer und Topf. Ich, dein Schöpfer, du am Schopf. Dann eine Märchenversion, Jäger. Du bringst Kuchen und Wein, triffst den Wolf. Der macht seine Hose auf und sagt: Fass hinein. Dabei steht er nur knapp neben deinem Autofenster und du betest, er möge nicht feststellen, dass ein gedrückter Knopf in deinem roten Ford nicht automatisch heißt, dass der Wolf dich nicht vom Weg abbringen kann. Endlich lässt sich der Schlüssel ins Schloss stecken, du drehst ihn und startest. Da knurrt der Wolf, dass du bleiben musst, der Großmutter wegen. Seine Schnauze wäre so groß, mit der würde sie fressen, krieg er nichts vom Kuchen, vom Wein. So fängt diese Ehe an, denn du bleibst. Und er isst deinen Kuchen, trinkt deinen Wein, nie ganz. Hebt sich immer noch etwas für die noch schlechteren Zeiten auf. Es dauert Jahre, bis einer kommt, der der Großmutter und dir das Nötige beibringt, natürlich heimlich nach der Arbeit, auf einem Schießstand im Wald außerhalb der Stadt. Als dann aber wieder einmal Kuchen und Wein auf den Tisch sollen und du partout nicht vorsetzen und dekantieren, die Röcke nicht hoch und die Beine nicht breit machen willst, fallen Schüsse. Und wenn er nicht gestorben wäre, so lebte er noch heute. Es vergehen Jahre, bis ein Brunnen gefunden ist, tief genug, die Dinge darin vergehen zu lassen. Und ein ganz kurzer Text daraus. Es geht da noch um Sex und es geht um Frankenstein natürlich, also um ganz, ganz typische Monstrositäten. Es geht auch um Sylvia Plath und in einer unheiligen Verschränkung mit Norman Bates von Psycho. Sollte aber vielleicht dann dieser Text aus den Monstern schließen. Haus, Auffahrt, Eingang, Flur, Zimmer, 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 Küche, Bad, Zimmer, Treppe, Zimmer oben, Bad oben, Treppe, Dachboden, Kisten, Geheimnis, Stille, schiefes Bild an der Wand, Windspiel, im Keller andere wartend. Genau, und als ich dann das auch noch als Szene realisiert sah in The Road, vielleicht hat es jemand gesehen, die Verfilmung, genau, da habe ich dann gedacht, ja, da ist wohl doch jemandem auch etwas
Gruseligeres gibt es gar nicht. Die Vorstellung, dass ein Haus quasi enumeriert wird in der Zahl seiner Zimmer und seiner physischen Existenz quasi, so wie es es halt darstellt, aber dann ist irgendwas im Keller. Und in meinem Keller, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber in meinem Keller lebte auch etwas. Und immer wenn ich dann Wasser holen musste, wusste ich auch, dass es auf mich gehen wollte. Und also ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem es tatsächlich nach meiner Kinderauffassung spukte. Und das ist sehr prägend. Man läuft sehr schnell durch dunkle Räume und spürt etwas, vermeint etwas dort. Der 2015 dann, nachdem Monster Poems wirklich, also toi toi toi, wirklich mal als Lyrikband sehr, sehr, sehr erfolgreich war, also 4, 5 Auflagen bekommen hat und sehr so herumgereicht wurde und dann eben wirklich auf Übersetzerinnen und Übersetzer international traf und jede Kultur irgendwie was Eigenes damit anfangen konnte, sodass ich glücklich war und auch merkte, das ist ja spannend. So hat Morbus überhaupt kein Interesse gefunden, außer bei der deutschen Ärzteschaft. Also ich war in jeder Klinik und bei jedem philosophisch-psychologischen Kongress, also Kombinationen davon gibt es zuhauf, weiß ich jetzt. Es war sehr interessant und ich war immer wieder eingeladen, in Arztpraxen zum Beispiel zu lesen für ausgewählte Patienten. Sehr spannend. Und es ist natürlich auch das Buch, das meine Mutter bei ihren letzten Klinikaufhalten immer wie eine Art Ausweis bei sich führte und dann immer ihrem behandelnden Arzt zuschob. Und gesagt hat, ja, das ist von meinem Kind. Ja, also Mütter sind ja oft die besten Promoter. Obwohl, gibt es ja sicher auch Unterschiede. Ja. Also ich hatte eine sehr gute Promoterin. Ja. Morbus, ein Band über verschiedene Krankheiten, auch wieder 25, in dem Fall meinem Opa gewidmet und meinem behandelnden Arzt, sowie allen anderen behandelnden Ärzten, mit denen ich über die Jahre zusammen arbeiten durfte als Patientin. Das mit meinem Opa ist so eine Sache. Es ist nämlich auch wirklich ein Teil der Aufarbeitung unserer Kriegsgeschichte. Mein Opa war ein SS-Offizier, hochrangig und eben im medizinischen Korps auch. Und das herauszufinden, was hat der gemacht, wo war der stationiert, wovon wusste der, ist eine Bürde auf der Familie und ein ständiges Herausfinden und deshalb auch etwas, durch das man eben durcharbeitet. Hier sind besagte Vorworte, in diesem Fall sind es sogar 4. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt, Hiob 1,21. Everyone who is born holds dual citizenship in the kingdom of the well and in the kingdom of the sick. Although we all prefer to use only the good passport, sooner or later each of us is obliged, at least for a spell, to identify ourselves as citizens of that other place. Susan Sontag, die sich dazu äußert, dass es sich verhält mit dem Gesund- und dem Kranksein wie mit einer Art Passbesitzerschaft, dass man eben irgendwann durch Krankheit einen anderen Pass quasi annehmen muss, mindestens für diese Zeit, in der man eben krank ist. Also wären es 2 Länder, das Land der Gesunden, das Land der Kranken. Ein weiteres Zitat, das ist das Hässlichste, was man über einen Menschen sagen kann, dieses, er ist tot. Das ist von Esther Maria Magnis und Doctor, Doctor, give me the news, I got a bad case of loving you, no pill's gonna cure my ill, ist von Robert Palmer. Und in Morbus ist vielleicht am einleuchtendsten, wenn man hiermit beginnt, und zwar mit eingedenk der heiligen Apollonia. Heute war ich beim Zahnarzt und ich war sperrangelweit, eine große Wunde, mein Mund, Zeugnis der Feste und Fülle. Die Lider starr vom bohrenden Schmerz, die Hände hielten sich wie Idioten, doch ahnend, dass ihnen das Halten gar nichts bringt. Aus Amalgam formte kunstfertig, auskunftsfrei, der Riese in seinem Tempel, fast noch am Sabbat, eine winzige Blüte und grub sie in ein Loch. Seit wann habe ich dieses Loch, o Herr? Was bedeutet es, ein Loch mit sich herumzuführen? Einen Nichtort, ein Paradies, verinnerlicht. Fast wollte ich rufen, dieses Loch, so scheint mir es, das bin ich, nehmen Sie es nicht aus dieser Welt. Da war ich längst floriert, fluoridiert,
verschlossen, ein Mädchen vor seiner Zeit. Das ist auch schöner Effekt. Ich habe genau in der forensischen Abteilung der Uni, der kriminologischen Abteilung der Uni Gießen oder Darmstadt, ich weiß schon nicht mehr genau, da habe ich jedenfalls gelesen. Und die haben so eine große Schädelsammlung da zum Beispiel. Und da saßen dann diese ganzen Mediziner, die Hälfte in weiß, noch in Kitteln und dachten so, müssen wir jetzt zu dieser Lesung von dieser komischen Dichterin und so. Und es hat mich sehr geehrt, dass sie alle am Lachen waren. Und zum Schluss waren sie alle auch betroffen und haben gesagt, jetzt haben wir uns da durch die Krankenakten gelacht irgendwie. Und ich sage, ja, also so kann man es ja auch sehen. Auch die Krankenakte ist eine Biografie. Und es gibt ja Biografien, die haben durchaus auch was Lustiges. Das allererste Gedicht, das in diesen Morbusband hineinkam und da auch sein sollte, das ist so illustriert von Reimer Limmer, im Prinzip im Richter-Style, Gerhard Richter, die Familienfotos so quasi ein bisschen ja, vage gemacht. Man kann nur noch erahnen, was man da sieht und was da los ist. Und das ist das Gedicht zur Thematik des Hab vergessen. Hab vergessen zu benennen, wie die Straßen, die Dinge, auf denen die Tassen, im Regal dort hinten in der Auffahrt steh ich nackt. Die Haare offen trag ich deinen Ring. Kommt ein Mann täglich, wie ein, wie heißen die? Will mich Kindlein wiegen. Streichelt über meine Wange, denk ich, Mörder, du Dieb, sie lassen sie das. Bitte weitermachen, unablässig. Riech ich nach Arnika. Alte Frau, rufen Sie mir zu. Ich frage Sie, wen meint ihr damit? Stehe ich nackt in der Auffahrt. Hab vergessen. Und um die ja, irgendwie so die psychologischen Hämmer so wegzukriegen und auch weil es natürlich zu dem nächsten Gedicht eigentlich oft eine Diskussion gibt, weil Depressionen zum Beispiel ja auch gar nicht so als, ja, manchmal als Phänomen gedeutet wird, dann wieder auch als quasi eine Begleiterscheinung, aber eigentlich anerkannt ist als eine psychische Erkrankung oder eine Erkrankungsform. Trotzdem habe ich immer wieder Diskussionen, Nachlesungen darüber, aber ja, ich gebe zu, ich wollte ein Depressionsgedicht schreiben, das man gerne liest. Also kann man den Menschen das eigentlich nur schmackhaft machen, indem man sie reinlegt. Denn ein Gedicht, über dem Depression steht, das will ja keiner lesen. Nicht? Also ich habe gedacht, das kann Drakel noch machen, aber danach keiner mehr. Depression heikel, deshalb habe ich überlegt, was ist die Depression? Ihr Wesen ist die bleierne Schwere vielleicht. Und wenn man dann schaut, in der Elemententabelle ist Blei bezeichnet natürlich mit einem lateinischen Begriff und es ist das schönste Wort der lateinischen Sprache. Plumbum. Und können Sie diesen Zustand einmal in Ihren eigenen Worten beschreiben? Der schwarze Hund, das Kleid aus Blei, die Nacht im Gefieder, das Wesen aus Nebel, der Weg aus Wegen, die Fragen aus Leder, das große Schweigen, die Summe aus Zeit, der Körper im Raum, die Droge hilft, der Tag wird hell, das Leben Traum. Und während ich diesen Gedichtband ansetzte, fand man ein Mittel gegen Ebola. Und Ebola ist aber hier quasi noch drin als großes Weltproblem, was es ja, also wenn man ehrlich ist, immer noch auch ist. Es, zu Recht macht es fürchten. Ich fand es schon erstaunlich, dass dann eben auch etwas passiert. Aber natürlich als eine viral, ist es bakteriell oder viral? Ich bin gerade verwirrt.
viral, vielen Dank. Ja, Ebola-Virus. Ist es natürlich eine Problematik, die unser jetzigen da ein bisschen ähnelt. Ich habe es so benannt und er hat es so furchtbar blutig gestaltet. Reimer Limmer. Showtreppen-Ebola. An neuen Seuchen misst sich die Menschheit. Ich wünsche Pest an deinen Hals, du schickst mir Decken, kleine Pocken eingewebt darin. Wir niesen nachbarschaftlich uns die Arme ineinander und alles küssen, das ist Judas Bruderkuss. Ich sehe an deinen Händen, Thomas, auch dir ist nicht zu trauen. Und immer ist es auch Sprache, die wir brauchen, um einander Drastisches zu senden. Das Ultimatum steht, in 24 Stunden sollst du deinen Platz auf Erden räumen, Flüchtlingsjedermann. Nimm diesen Ausweg, er führt dich auf die Straße hinterm Haus, wo Leichen liegen. Und der Herr Limmer ist ein kluger Mann. Ups, ich darf Ihnen das hier, der Sie zumindest, sind Sie ja hier im Raum, ich weiß nicht, ob das die Menschen an den Ferngeräten wahrnehmen können, aber hier sieht man, zwei kleine Mädchen, das eine ist größer als das andere. Es handelt sich um die berühmteste Schriftstellerin des letzten Jahrhunderts. Das ist Anne Frank am Strand, eine der letzten Aufnahmen, als die beiden Schwestern, die Anne und die Margot, miteinander in Den Haag in der Nähe am Strand sein konnten. Und der Herr Limmer hat quasi ein Blockblatt genommen, um vielleicht an das Tagebuch zu erinnern, hat es selbst dann händisch gefärbt, sodass es eine Landschaft annimmt, ein Blau, ein Meer, man kann es so erahnen. Und das ist die Illustration zum Gedicht zum Typhus. Die Mädchen in Bergen-Belsen. Anne und Margot, lange verborgen unter den Sternen, mit wenig mehr als einer Stimme bedeckt, füllten die Zeilen mit Zeit. Und es entstand, was die Menschen ein Tagebuch nennen. Das Buch der Tage der einen wurde Weltlektüre, die andere ist verschwunden von der Erde, ist Schwester von und Tochter von... als diese von den Toten selbst kaum mehr erinnert. Doch Frau Typhus weiß noch, wie sie die Mädchen traf. Sie nahm sich die bewunderte Kluge so gern. Die macht gute Gesellschaft, mit der kann man Welten in Zahlen fassen. Und leicht ist die, wie eine Feder, leicht. Obwohl die auch eine Tonne ergeben, wenn das Gewissen sie einzeln zur unfasslichen Summe addiert. Margot und Anne. Und Sie können sich ja vorstellen, das ist jetzt immer so ein bisschen sehr dramatisch. Deshalb gibt es in der Tat zwei Texte da drin, die ich dann auch zum Beispiel, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern medizinisch eingesetzt werde, quasi präventiv, dann gibt es hier zwei Texte drin, die sich also mit Sexualkunde ein bisschen beschäftigen. Und wir haben hier die Abbildung einer Frau, die ein Problem hat. Sie steht auf dem Kopf und hat ganz viele Männer zwischen den Beinen. Das ist per se nicht so immer ein Problem, aber es kommt darauf an, wie die da hingekommen sind, nicht? Venus wie die Vici. Die klügsten Geister hatten sie für mehr als eine Nacht, spendeten ihr Beifall, Zungenküssen, Apanagen. Sie behielt sich immer vor, den Moment zum Niederknien anzukündigen, mindestens mit einem Jücken. Das herrliche Beisammen buchstabiert wie Tod und davon die geringere Form, le petit mort. Was man zwischen ihren Beinen suchte, ich weiß es nicht. Es scheint mir aber, Männer besitzen seit Jahrhunderten die Meisterschaft im Verlegen ihrer Dinge. Sie ist per Definitionem die Strafe nach der Lust, die sich auch vorbehält, den Raum zu füllen. Den verschwindend kleinen Raum, dein kleinstes Zimmer zwischen Ohr und anderem Ohr. Da macht sie taub und blind und schiebt das Mobiliar umher, auf das du stolperst über diese Badeschwester. Und dann sage ich den Schülern, ja, Syphilis kennt keiner mehr so richtig, aber gibt's, muss man aufpassen. Und die kleinere, sehr nervige Form ist hier von Herrn Limmer schön eingefangen worden.
Wenn man genau hingucken kann, sieht man, da, wo die sich küssen, da ist ein bisschen rot. Herpes Waltz. Ich küss dich, du küsst mich, kommt's auf uns. Ich spür dich, du spürst mich, bleibt's in uns. Es juckt mich, es juckt dich, was tun wir jetzt? Ich bleib dir, du schreibst mir aus mit uns. Ja. Das ist der Morbus, das Morbus. Und Moden, wie schon angekündigt, ist ein Band, der dann so ein bisschen zusammenfassen sollte, eben nicht nur Attire, also alles, was man mit auf Englisch quasi mit Fashion auch irgendwie in Beziehung bringen würde, sondern die Moden der Zeit. Behaviorismen, Traditionen, alles, was ein Zeitmarker ist, wie ja eben auch unsere Ängste, das waren die Monster, und wie auch bestimmte Krankheiten, die ja kulturbildend auch sind. Also es gibt auch ein Gedicht über die Pest zum Beispiel, und wenn wir ans Mittelalter denken, da wird ja quasi schon ganz am Anfang auch den Kindern erzählt, ja, also schwierig, ne? Viele Ritter, viele Burgen und die Pest, genau so. Und bei Moden, ja, ist zum Beispiel die Außengestaltung ein Detail einer Arbeit, die gestickt ist. Das ist ein gesticktes Bild von der Künstlerin Daniela Hoferer, die zuguckt. Ja. genau, und es war eine Freude, dass sie mir erlaubt hat, es quasi so zu verwenden. Wir haben es eben auch ein bisschen gestaltet, wie quasi den Vogue-Schriftzug verwendet und so, damit es eben auch wieder so daherkommt. Schön gespreizt und groß, und die Vorworte sind: Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Das ist Schiller an die Freude. Als Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb, schenkt er ihnen zum Trost die Mode. Das ist von Helen Court. Und Ladies with an attitude, fellows that were in the mood, don't just stand there, let's get to it, strike a pose, there's nothing to it. Das ist Madonna, Vogue. Und du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, du bleibst doch immer, was du bist. Das ist Goethes Faust, erster Teil. Und ich wurde in der Vorbereitung auf diesen Band eingeladen nach Usbekistan und war sehr beschenkt, war spannend, eine sehr anstrengende Lesereise. Ins Usbekische übersetzt werden ist auch eine Sache, wo man ständig an der Zensur so vorbeischlängelt anscheinend. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Gedicht der Übersetzerin gegeben. Dieses Gedicht besteht wirklich nur aus 10 Wörtern, die untereinander zu lesen sind. Das Gedicht heißt »Sprich die raren Dinge«, also einfach schön seltene Dinge hier gelistet. Und aus diesem Gedicht wurde auf einmal, und ich kann ja kein Usbekisch, aber ich saß dann ein Block, ein ganzer Paragraph, viele, viele Wörter in 10 Zeilen. Und dann dachte ich so, aha, also wie passiert das? Und dann hat sie mir erklärt, ja, man muss diese ganzen Dinge einfach erklären bei uns, weil die gibt es hier nicht. Und dann dachte ich so, echt, Business Seats gibt es nicht und Kaviar und so. Also das sind sehr unterschiedliche Übersetzer, Anlässe und Umgangsformen mit Sprache, wenn man eben, na klar, von einer Sprache in die andere etwas transferiert. Moden ist zum Beispiel auch ins Vietnamesisch übersetzt worden, und ich flog nach Vietnam, öffnete da zum ersten Mal mein Buch auf Vietnamesisch und fand 3 Gedichte nicht darin. Und dachte so, aha, interessant, und dann hatte mir die Übersetzerin eben erzählt, ja, die sind leider nicht durch die Zensur gekommen. Dann dachte ich so, das ist ja spannend, dann kann es ja sein, dass meine besten Leser in der Zensurbehörde von Hanoi sind, denn die haben ja die Gedichte offensichtlich verstanden, dass da also Subversives drin ist und quasi an ihrem Staat rütteln soll. Also ich fand es sehr spannend. Und ich suche bei den Lesungen immer Menschen, die Lust haben, ins Vietnamesische einzutauchen. Es ist ein bilingualer Band. Also ich habe einfach 2 mitgebracht, wer sich einen mitnehmen möchte. Manchmal gehe ich auch bewusst in vietnamesische Restaurants und droppe den Band. Ich lasse ihn einfach da liegen, neben meiner Pho. Und freue mich, falls dann jemand reagiert. Bisher leider ohne Erfolg. Aber
ich weiß dadurch sehr gut, wo Fos sehr lecker sind. Ja. Das hat sich schon so ereignet. Aber ich wollte noch von Usbekistan erzählen. Die DAAD-Lektoren, auf die ich dann dort traf in Usbekistan, die haben mir gesagt, dass die ganzen, also alle Mädchen dort zum Beispiel sprachen ausgezeichnet Deutsch, waren vorbereitet auf ein Leben in Deutschland, hatten auch Lust nach Deutschland zu kommen, junge Studierende. Und dann hatten mir aber eben auch viele gesagt, ja, es kann eben aber auch sein, dass man geraubt wird als Braut. Ich so, aha, mit 16, so ab 16 Jahren kann es also wirklich passieren, dass ein Auto hält und dich mitnimmt und du wirst in ein afghanisches Bergdorf verschleppt von Usbekistan nach Afghanistan. Dort wirst du dann vergewaltigt in das Bettlaken, das Besudelte wird deinen Eltern geschickt und damit ist quasi dein Wert annulliert. Dein Wert als Mensch, als Frau, wie auch immer, und die behalten dich dann dort. Ich so, aha, also diese Art des absoluten Schocks und der Missachtung jeder Persönlichkeit letztlich, hat zu diesem Gedicht geführt und damit erzähle ich dann eigentlich auch immer ein bisschen was und sehe das auch als diese Verantwortung. Ich werde da in verschiedene Länderkontexte gestellt und versuche eben auch mitzubringen, was ich dort höre und erfahre. Und wenn wir mal so denken, diese Dinge sind abgeschafft, das gibt es gar nicht und so, wissen wir, es ist absolut noch in Blüte, diese Dinge passieren. Und wir sind weit weg davon, dass Mädchen und auch junge Männer eigentlich eine freie Wahl treffen können in ihrem Leben. Semana Santa. Als das Mädchen verschwand, war es verschwunden, ganz. Tag 1. Und alle fragten wen, wo ist es, fragten sie, und wohin ist es denn so ganz? Tag 2. Und ein paar schlichen verlegen aus den Häusern ein und aus. Tag 3. Und die Katzen saßen im Fenster. Das war kein Zeichen. Jeder weiß, dass Felidae die Menschen hassen. Tag 4. Und eine Verwandte sprach ein Gebet in der Ferne hinter vorgehaltener Hand. Sehr leise nachts im Badezimmer unter sehr grellem Licht. Tag 5. Und 2, 3 Schalen bargen Dinge der Verschwundenen. Wer war sie noch? Tag 6. Und es stand eine Ersatzperson im Garten, erschütternd plötzlich unter einem Baum. Tag 7. Und es war eine Frau. Und wie bei Frauen üblich trug sie einen Rock. Und wie bei Frauen üblich trug sie langes Haar. Und wie bei Frauen üblich trug sie einen Ring. Unter ihrem Schleier, wie bei Frauen üblich, wurde sie unsichtbar. Dann hat der Herr Grafiker ein schönes Muster gestaltet. Wenn man so guckt, denkt man, ein Fraktal, interessant, es sieht so ein bisschen mathematisch, biologisch aus. Nein, wenn man genau hinguckt, das ist fast reine Biologie, das sind gebrochene Füße, die schön zusammenmontiert wurden von Reimer Limmer und so ein Plakat oder so ein Tapetenmuster fast ergeben. Als ich eine Weile in Peking gewohnt habe, sah am Ende meiner Straße eine sehr alte Dame, jeden Tag auf einem kleinen Thron fast und hatte winzige Lotusfüße. Und ich wusste also, diese Füße waren gebunden worden ab dem ersten Moment, wo die Frau laufen konnte. Das klingt jetzt so natürlich wie so eine Anekdote fast, aber es war einfach als Zeichen des Reichtums, hat ein reicher Mann sich eine solche Frau geleistet. In China, auch in Japan in frühen Jahren, um eben zu zeigen, wir haben es gar nicht nötig, dass die arbeitet, die kann einfach nur da sitzen und schön aussehen und hat winzige Füße, das ist einfach so sexuell anziehend und special und ganz großartig. Aber was es bedeutet, jemandem im wahrsten Sinne die Fußfläche zu entziehen und ihn zu zwingen, sich im Prinzip mit, 3 Stümpfen auf der Welt zu verhandeln, das will dieses Gedicht beschreiben. Lotus. Sogar das Brechen der Füße steht in einem Regelbuch, geschrieben von den Folterern, geschrieben nicht von Folterern, geschrieben von Verliebten, die hin und wieder dieselben sind. Kleiner C, 4., 3. müssen sich biegen unter die Brücke des Spanns mit der Zeit, aber ab frühester Gelegenheit. Wann laufen die Mädchen davon, von Lotusblatt zu Lotusblatt?
den Wimpernschlag vor ihrem Fluchtversuch. Die Mütter nennen ihn die ersten Schritte. Den gilt es abzupassen. Wenn Füße noch wie Stempel einen Abdruck pressen wollen auf die Haut der Welt, gilt es, den Halt die Fläche zu entziehen. Das Bild, ganz falsch, ist das von gekappten Flügeln. Die muss man gar nicht wachsen sehen. Man fängt am Wurzelwerk viel leichter an zu jäten. Die schöne Frau ist die Verlangsamte, die Rucki-Di-Gu, selbst von den Tauben arg verlachte, fast orthopädisch dann das Blut im Schuh. Heute ist es nicht der Fuß, öfter die Versprechen, die gebrochen sind. Denn Gleichheit kann nur werden, wo einer sieht, wie ungleich es dem anderen ist. Und während ich ja erzählt habe, quasi auf der großväterlichen Seite meiner Mutter gibt es eben diese Auseinandersetzung mit einem sehr geliebten Opa, der ein Nazi war. Gibt es auf der anderen Seite bei meinem Vater wohl die Auseinandersetzung mit kolonialistischen Problemen. Mein Vater ist als winziges Baby natürlich auf die Welt gekommen, 1925 in Bolivien. Und das hat einfach damit zu tun gehabt, dass der Opa, also sein Vater, als Schweizer nach Bolivien ausgewandert war und dort arbeitete. Und eine Frage und Auseinandersetzung, die sich dadurch ergibt, wenn man also durchs Familienalbum blättert und dann sieht man da einen Indianerstamm gefesselt an ein Floß, das eben so vorbeitrieb und dann immer dort stoppte, wo die Nativos eingesetzt wurden, um quasi weiter zu wirtschaften und einen Plantagenteil zu bewirtschaften. Das ist dieses Gedicht. Kleines, schwarzes Etwas. Kleidest alle, die angetan, mit deinem Fell. Gott, die Natur, ist ein launischer Mann mit einer Pelztierfarm. Käfige voller Narren. Oder wie nennt die Mutter die, die nicht fortliefen, sondern dem Futter zu? Wenn einer hinter Gittern geboren wird, hat er ein Muster im Blick. Und die Freiheit ist wilde Spekulation fiebernder Neuzugänge. In der Nacht, wenn die Natur schläft, nagen die eigenen Träume. Darin nehmen vier Läufe den Waldboden unter die zarten Ballen. Am Tag dann zerrt die Nacht am Schwanz. Die Natur zieht Schläfern das Fell über die Öhrchen. Träumerschicksal steht über den Läden, in denen Ablass vom schlechten Gewissen erkauft wird. Sagt selten einer, das wäre das alles nicht wert. Das kleine Schwarze hängt nun am Kragen. Ein Schatten, ein Schmeichler, willenlos. Für die alle gibt's einen Namen, der zergeht ganz maurisch und bitter, spricht sich seit Ewigkeiten auf den Zungen, angeschlagen mit kolonialem Kolorit. Sklaven. Und dann habe ich darüber nachgedacht, es gibt ja den Massenmörder Ed Gein. Und Ed hat der Welt eine unglaubliche Liste hinterlassen, die kann man bei Wikipedia auch lesen. Der Frauenmörder Ed Gein hat aus jeder Frau, die er umgebracht hat, einen Teil seiner Lebenswelt geschaffen. Also er hat zum Beispiel, die ganze Liste ist lang, ich habe die Liste etwas verkürzt, aber der Herr Grafiker hat daraus so eine Tiki-Figur gemacht. Wenn man genau hinguckt, sieht man, das sind alles verschiedene Hautpartien. Pathologisch interessant, aber vor allem die Vorstellung, dass man natürlich auf diese Trophäen nicht verzichten möchte in seinem Umfeld. Und das kennt ja irgendwie doch jeder. Es gibt einen gewissen Hang zum Materialismus und hier wird eben Mensch Material. Eds Liste. Herrlicher Abfalleimer. Bequeme Sitze dank griffiger Überzüge. Exquisite Bettpfostenkugeln, außergewöhnliches Korsett, hinreißende Leggings, Hingucker, Masken, fein gearbeitete Gürtel, ausgefallene Ziehapplikation am Rollo, strahlender Lampenschirm aus Haut, Knorpel, Knochen,
kunstvoll gefertigte, vielbeachtete Sammlung, unterm Strich mit dem Verstand bezahlt. So manche gab auch das Leben. Ja, so verbleibe ich zunächst mal mit der Vorlesung aus diesen drei Bänden und freue mich, wenn wir ein bisschen sprechen, wenn du Lust hast. Sorry, das kam jetzt so ohne Warnung und nur Leben. Und dann habe ich gedacht, ja, lass ich es mal so. Ja, Entschuldigung. Dankeschön. 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 Genau. Und auch für die, natürlich diesen Einblick in deine Arbeit und aber auch, dass du die Bilder gezeigt hast von Rainer Wimmer ja hauptsächlich, ja. Der eben diesen, den Innenteil gestaltet hat von der Trilogie. Mhm. Ich sehe da auch jedes Mal irgendwie wieder was Neues und fand das jetzt gerade irgendwie sehr lustig. Das war, glaube ich, vielleicht sogar das erste Bild, was du gezeigt hast mit dem Krokodil im Babywagen. Das hat ja irgendwie auch so eine, vielleicht eine Aktualität bekommen durch den Bolsonaro, oder? Ja, gut. Gesagt, dass durch die dass er irgendwie glaubt, dass durch die Impfung die Leute zu Krokodilen werden, so ungefähr. Also ein bisschen ein merkwürdiger Ausspruch. Also das ist irgendwie, da gibt es irgendwie so ganz viele Monster auch in dem Morbus-Teil. Und natürlich auch in den Moden. Also, genau, und genau, so wie es auch sehr viele modische Phänomene dann letztlich in den Monstern gibt und Krankheitsphänomene sind ja auch, also kann man sich ja auch überlegen, ob das... Genau, auch Krankheiten sind ja monströs, machen uns Angst und beschäftigen uns. Deshalb für mich war Monster Poems immer wirklich eine Auseinandersetzung mit Ängsten, ganz plakativ, aber auch darunterliegend. Morbus ist dann quasi so wie so eine Art Graduation hin zu dem, was wirklich manchmal eben als, das ist es halt, was einen umbringt, unter der Rechnung quasi steht. Und Moden sollte eigentlich so eine Piorette drehen auf diesem gesamtkulturellen Humus quasi, der sich so ergibt. Das heißt, nimmst du das eher so als, also tatsächlich die Trilogie als eines wahr oder eher als Einzelbände? Nee, eigentlich wirklich als, ich bin dankbar, dass der Verlag, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann dem sagt, nachdem drei Bände erfolgreich waren, dass die dann sagen so, okay, jetzt fassen wir die zusammen, aber das war natürlich eigentlich immer so mein Gedanke. Es war immer mein Wunsch, dass es wie so drei Konzeptalben, die eins ergeben, nämlich so ein Jahrtausend versuchen, so ein bisschen aus verschiedensten kleinen Winkelchen zu beleuchten. Ich wollte gern so eine Art Mosaik abgeben, und war sehr froh darüber, dass das mir, also ich habe das Gefühl, das ist gelungen, ich merke das jetzt, wenn ich das lese, dass mir das immer noch Spaß macht, also es ist eine totale Selbstbefriedigung eigentlich, schön, ja, toll. Ich glaube, ich springe jetzt so ein bisschen mit den Fragen, aber apropos Konzeptalbum, ich sehe, du hast da das Dorothy Parker, also das Album mit den Dorothy Parker-Vertonungen. Das ist der Anfang, Peng, genau. Ja, wir haben nicht so viele Gedanken gehabt dabei. Mein musikalischer Partner, der Philipp Scholz und ich, wir haben angefangen, eben zusammen Texte aus der Literaturgeschichte kreuz und quer zu vertonen. Und haben uns als letztes Album quasi um Gedichte von Dorothy Parker gekümmert. Und vorher haben wir Texte von mir und Ernst Jandl und Selma Meerbaum-Eisinger vertont und Heinrich Heine und so. Und die sind da auf Peng, Peng, Peng. Deshalb das zweite Album Peng, Peng, Parker. Und Peng, wir gucken mal, was wir dann machen. Die Peng, Pengs sind so ein bisschen aufgebraucht. Ja, aber also Dorothy Parker ist ja schon irgendwie eine Dichterin, die du, glaube ich, doch, also die dir irgendwie sehr nah zu sein scheint. Ja, die wurde mir als Vademekum von meiner Mutter, wieder erwähne ich sie, gegeben. So als ich so 14 war und schlimm Liebeskummer hatte, hat Mutter gesagt, hier, ein Buch lesen hilft. Und hat mir wirklich, war spannend. Dann mit Dorothy Parker und früher Lektüre relativiert sich alles sehr stark. Ja, das waren die New Yorker Geschichten. Und dann habe ich auch das irgendwie so verstanden, dass ich mich mehr mit der befassen sollte. Und habe dann auch meine Schularbeit über die Dorothy Parker gemacht und so komme ich eben jetzt mit 40 quasi wieder in so einem Zyklus zurück zu ihr und freue mich daran. Ja, also wer sie nicht kennt, das ist eine
US-amerikanische Lyrikerin, die hat auch Stücke geschrieben und eben diese New Yorker Geschichten, die wirklich ganz sensationell sind, die auch, finde ich, so was ganz Besonderes haben, weil die irgendwie wahnsinnig zynisch ist, aber trotzdem einen nicht so negativ berührt wie andere Zyniker. Das stimmt. Und sie hat eben, also sie muss immer stark betrunken gewesen sein und hatte so einen, also ein besonderes Wesen, aber auch ein typisches Wesen, lustigerweise ihrer Zeit auch. Also eine Frau, die versucht hat, in diese Männerwelt einzuscheren irgendwie und dann auch akzeptiert wurde, weil sie so mitschwamm bei den Männern erst. Als hier gestern Suki saß und so erzählt hat von ihren Anfängen in der Hip-Hop-Szene, habe ich gedacht, also viele Frauen bewegen sich erstmal quasi undercover sich angleichend in ihrer Umwelt, damit es so funktionieren kann. Es ist so ein Amöbenzug, den Frauen auch haben. Das kenne ich auch von mir. Und dann irgendwann müssen sie es schaffen, sich davon auch frei zu machen, um wirklich ihr eigenes Wesen auch zeigen zu können. Und das nennen wir heute alles Empowerment, aber das war schon damals sehr beeindruckend, wie sie es geschafft hat. Mit viel Erfolg, aber eben auch immer in der Zusammenarbeit gleichberechtigt mit Männern. Es ist eine der wenigen sehr gut bezahlten Hollywood-Schreiberinnen dann geworden. Von New York nach Hollywood gegangen und wieder zurück. Es gibt ja auch in der Gottesanbieterin Gedichte, die anderen Dichtern und Dichterinnen gewidmet sind oder die so ganz groß sind, auch in Anspielung. Und mir ist eins aufgefallen, ganz besonders, nämlich in dem Gedicht "In mir taucht der Krieg auf". Das ist ja irgendwie so eine Art Dialog zwischen der Dichterin und ihrem Stoff. So habe ich das jetzt gelesen, oder so eine Art Zwiegespräch vielleicht. Und da gibt es diese Stelle, wo es heißt, sagt er, ich habe Konjunktur, schreib drüber. Sag ich, Angeber, hat Brecht schon. Mhm. Also da kommt der Brecht irgendwie vor. Fühlst du dich eigentlich so ein bisschen auch als Epigonin oder irgendwie so einer besonderen, vielleicht dichterischen Tradition? Ich fühle mich vor allem als sehr dankbare Leserin. Also ich habe einfach viel lesen dürfen, so wie wir schönerweise in dieser Kultur alle. Wir dürfen in Bibliotheken gehen, wir dürfen uns Bücher kaufen, wenn wir genug Geld haben. Wir können uns mittlerweile durch das Netz, durch Welten klicken. Wir können die ganze Zeit lesen. Wir können lesen, 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 bis wir nicht mehr Äuglein im Kopf haben. Ich hatte eine ganz große Lesephase. Ich bin jetzt lesemüde geworden und auch schreibmüde. Das ist meine eigene Auseinandersetzung so gerade. Aber ich weiß, dass also einfach von meiner Dankbarkeit der Stoffe, die mir vorgelegt wurden durchs Lesen, die man aufgenommen hat. Und ich käme gar nicht auf den Gedanken, irgendein Gedicht zu schreiben und nicht quasi an denen zu erinnern, von dem ich die Inspiration dafür hatte. Also es ist mir ganz wichtig, ich schreibe ständig Hommagegedichte, auch aus Dankbarkeit, wahrscheinlich auch, um es mir für immer zu merken, dass die Beschäftigung mit dem Stoff kam durch den oder die oder das. Sehr schön. Ja, vielleicht können wir einfach auch direkt überleiten zu dem nächsten Band, von dem wir dann gleich auch noch ein bisschen Auszüge einfach hören werden. Da geht es ja wirklich sehr, sehr viel um Gott und den Glauben. Ja, spiegelt. Und du hast diese Poetikdozentur gehalten vor 5 Jahren, habe ich vorhin schon einmal kurz erwähnt. Wenn du das heute nochmal machen würdest, glaubst du, würdest du dann zu anderen Schlüssen kommen? Also ist dein Zugang zur Religion was Dynamisches, was sich verändert? Oder? Ja, inniger ist es geworden. Insofern wäre es wahrscheinlich jetzt lutherischer. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass ich sehr dankbar war, dass ich in die Dogmatik da eingeladen war, weil ich doch auch merke, das ist genau der Knackpunkt, an dem man sich eben damit auseinandersetzen muss. Und ich bin Synodalmitglied, sprich also die Synode der deutschen Katholiken kommt ja zusammen, um ein Schreiben letztendlich fertigen zu können, das dem Papst vorgelegt wird, in dem neue Schritte eigentlich in dem die deutsche Kirche sich bündelt und fasst in ihren Gedanken und dem Papst eben klar machen möchte, was Sexualmoral angeht, soll es dahin gehen, was Frauen in der Kirche anbelangt, bitte dahin und so weiter. Also da gibt es 4 große Punkte, in die es so hineingehen soll. Und es wird wahnsinnig viel diskutiert und es wird gestritten. Und es wird aber auch sehr ernst genommen. Zum ersten Mal kommen da Menschen zu Gehör, das merke ich richtig vor den Bischöfen, wo die Bischöfe denken, so ein Mensch,
das habe ich noch nie erlebt. So einen Menschen, der vor mir formuliert, was das mit ihm macht, wenn er also nicht vorkommt in diesen liturgischen Texten, in diesen Überlegungen. Und ja, das ist gut. Da werden zum ersten Mal wirklich Konfrontationen aufgemacht und nicht nur irgendwas, oh ja, was gibt es da? Ach, Menschen, die irgendwie transgender sind und so. Nein, da sitzt jemand da und mehrere Leute, die ganz klar sagen, ja, so ist es. Und dann gibt es Ordensschwestern, die aufstehen und sagen so, ja, also hören Sie mal, natürlich habe ich eine Sexualität. Und alle gucken so und denken so, yes, toll. Und die Claire sagt, ja, ich habe vielleicht keinen Sex, aber ich lebe Sexualität. Natürlich, ich bin ein Mensch. Und ja, damit sitzen dann alle ganz auch irgendwie beglückt da und merken, ja klar, wir sind dankbar dafür, dass alle so quasi eine Stimme bekommen in diesem Schallraum Kirche. Ja. Das heißt, du sitzt dann da praktisch als einzige Dichterin unter Kirchenfunktionären? Das stimmt, ja. Mhm. Ja. Es gibt nur, ich glaube, zwei, drei von außen Berufene, sind zwei, wie viel sind wir, über 300 Menschen oder so. Und da, genau, gibt es nur zwei, drei, die quasi nicht klerikal irgendwie tätig sind. Ja, und es ist wirklich eine Ehre und es ist spannend und ich habe auch das Gefühl, ich kann auch als Künstlerin eben auch da etwas mitteilen. Und ja, die Kirche und Kunst ist ja untrennbar, also historisch und jetzt. Dieses Buch hat mich in die Deutsche Bischofskonferenz geführt. Also die Kirche lässt sich die ganze Zeit was von mir sagen. Das ist interessant. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie meinte, ich hätte da denen viel so als Du-Du-Du mitzuteilen. Aber sie nehmen sich alle Kritiker gerne mit ins Gespräch. So habe ich Kirche immer erlebt. Gerade die katholische Kirche ist ab einem gewissen Level sehr, ja, das klingt wie absurd, aber ist offen, ist intellektuell, ist tragfähig und ist, hält gut was aus. Also da gibt es lebhafte Diskussionen, strahlende Intelligenz und man hat immer das Gefühl, alles unten drunter, schwierig, schwierig, katastrophal, Sünde. Ja, ja, also es ist für mich total interessant, deine Perspektive zu hören, weil ich das überhaupt, also nicht kenne und so auch überhaupt nicht erwarten würde, aber das ist ja wahrscheinlich eine häufige Reaktion, keine Ahnung. Ja, aber also ich muss ja sich einfach nur angucken, die Kirchen sind ja im Prinzip voll mit der Kunst, die, das ist ja nicht verpufft, das Verhältnis zwischen Künstler, Kunst und Kirche, sondern es ist verändert und jetzt geht es ganz klar darum, dass die Liturgie befragt wird, sagt sie den Menschen noch was? Und dann kommen die wirklich an Schriftsteller, sprich sei es jetzt die Felicitas Hoppe, die Morsebach und dann eben auch auf mich. Es gibt Frauen, die da befragt werden, sagt euch das noch etwas? Was würdet ihr ändern? Wie sollen wir klingen? Wie müssen wir sprechen? Und dann sagen wir natürlich, ja, wahrhaftig müsst ihr halt auch sprechen. Ja, sehr schön fand ich zum Beispiel das Gedicht, wo Jesus beschrieben wird, irgendwie so als Verwundeter und hier eben so diesen Schlitz an der Seite hat, der wie so ein Postkastenschlitz eigentlich beschrieben wird, oder wie ein Kummerkasten. Ja, das ist das Gedicht, bei dem ich immer Angst habe, wenn ich es lese, dass der Blitz einschlägt oder dass irgendwas kommt. Ja, ja, aber ich habe es schon auch im Frankfurter Dom vorgelesen und so. Bisher ist nichts passiert. Mal sehen, wie es in Wien wird. Ja, also wir haben einen Blitz und ich würde dir sehr, sehr gerne einfach die Bühne jetzt wieder überlassen. Du Liebe, ich danke dir herzlich. Schön, danke, wie anregend, dass ich auch so sprechen darf mit dir da. Das Buch ist wirklich ein bisschen aufgebaut wie ein Katechismus. Ich habe also 5 Kapitel daraus gemacht. Es sind Texte drin, die sind zum Teil etwas älter, aber und dann eben hier drin zusammengefasst. Ein Kapitel heißt Widmung, das sind all diese Widmungsgedichte und Widmung ist ja auch etwas, ich widme mich dem Herrn, meinem Schöpfer, nicht? Also so in dieser Art des Verständnisses. Dann habe ich Gedichte zum Verlust meines Freundes geschrieben. Mein Freund ist gestorben vor 2 Jahren und das ist das Buch Tim. Dann lege ich Zeugnis ab. Das sind alles Gedichte, die etwas mit Ich zu tun haben. Zeugnis, Zeugnis geben, Zeugnis ablegen. Dann kommen noch Fragen. immer Fragen, die man auch eben stellt, sich und die Religion auch an einen selbst stellt. Und dann kommt das Angebot. Und das sind wahrscheinlich die gebetsähnlichsten Texte. Ich gehe mal mit Ihnen in die Widmung. An die Neue. Er isst gerne Fisch.
Du musst ihm helfen, ihn zu entgräten. Erinnere ihn an seine Termine, halte sein Sakko, wenn er es ablegt. Er vergisst alles. Ich werde es wiederholen. Sag ihm, du liebst ihn. Sag ihm, alle lieben ihn. Er sei sehr angesehen. Sag ihm, wenn er Fragen habe, dann soll er fragen. Keine wird drum weniger von ihm halten. Schnall dich in seinem Auto an und atme ruhig. Du hast keinen Bauch mehr und keine Hüfte und keinen Hunger. Du isst weniger und wirst weniger. Er liebt Frauen. Gewöhne dich an sie. Sie riechen gut und sind oft verträglicher als angenommen. Das kommt mit der Verzweiflung. Siehst du ihn mit einer anderen, dann sieh genau hin und übersieh das Einzelne. Mehr kann ich nicht sagen. Du gehörst jetzt ihm. Lass ihn das niemals wissen, denn wisse, er vergisst alles. Ein Gedicht für Felicitas Hoppe, die wunderbare Romancier, die ja auch also das ganze Mittelalter eigentlich aufarbeitet und darin auch immer wieder Märchenstoffe und die großen Stoffe herunterbetet. Runtergezählt für Felicitas Hoppe war Ritter, war Drache, war Wut, war Wunde, war Verrat, war Badewanne, war Blut, oh so viel Blut, war Baum, war Linde. War weicher Tag, war zarter Blick, war Hinterbaum, war kein Ende. War Fluch, war Zwerg, war Schatz, war Zauber. War Blut, oh so viel Blut. War zarter Fingerzeig, war erklärend Wort, war wütend Aug, war diese Stelle. War Zauber, war Schutz, war Schatz, war Zuber. War Bart, ach Wiederholung, wichtig, war Held, war Blut, war Blatt. Genau, so mein Versuch, den Siegfried komplett zu enternsten, ohne ihn aber ganz, ganz verschwinden zu lassen. Das Buch Tim ist ein großes Ach. Der Vater, sagt die Mutter, jetzt bessert der Vater noch etwas in der Wohnung aus. Die Flaschen müssen zum Container, sagt er. Ich übergebe diese Wohnung besenrein und Blutes leer. Ein Nachbar hängt den Kopf von oben runter, sprengt die Begonien mit lautem Reden aus dem Mund. Der Vater weiß gar nicht, was der will mit seinen Wörtern. So eifrig wird hier reingegangen, rausgetragen. Kommt während dieser Stunden einer mit so bunt Prospekten, ist hier der Adressat nun fort. Das Letzte, was der Vater ablöst nach den Bildern, Leisten, auch die Birnen schraubt er fassungslos, ist sein Name von der Klingel dieser Wohnung seines Sohnes. Eine Hand noch nimmt er voll und wirft das Vogelfutter aus dem Fenster. Kommen Eichhörnchen und fressen diese letzte Hand ihm ab vom Leib. Friedwald-Business. Hab keinen Bruder ich und keine Schwester, bin ohne Klänge und auch Schwere nicht in dieser Welt. Hab keine Meinung, keine Zähne, Zunge, bin konsequenzlos wie nur irgendwas von sehr weit her. Willst du mich fassen? Mach die Augen zu und schließe deine Hände. Denk dir ein Wort, das sei mein Name dann. Wisse, ich bin hier und seiend doch auch nicht. Ein anderer bleibt hier, gehst du fort und aus. Nimm meine Freunde, trag alle einzeln aus dem Dickicht vor und kommt die Stunde, grab in ein Loch mich unter einem Strauch. Ja, und in diesen Zeugnissen, da steht zum Beispiel, Frau Gomringer erlebt was. Haben Sie auch was in meiner Größe, frage ich im Tiergeschäft und erhalte diese Schachtel, aus der es niemals Ruhe geben kann. Sie zirpen mit der kleinsten Bewegung ihrer dünnen Beine, ist wie bei mir, die Schenkel reiben aneinander. Ich mache Musik mit meinen neuen Freunden Tag und Nacht, muss denken an Ägypten, heiße Nächte, an Oper und Aida, bevor sie eingemauert, wird rasch noch ein Elefant durchs Bild geführt. Ich nahm ihn mit. In ein Hotel, das vom Veranstalter gebucht,
in ein Bett, das viel zu klein, in mein Herz, das randvoll mit Blut. Er schlief bis früh am Morgen, zeichnete mir einen Kreis auf meinen Bauch. Ich sagte, Kreis? Er sagte, Jurte. Und verschwand. Ich vermute, in die Mongolei. Naturgedicht. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Kein Wunder, dass Sie auf mich treten, liege ich doch weit und breit vor Ihnen ausgestreckt. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Kommen die mit Turbinen, Windrädern, Solarzellen, checken aus, wo ich am hellsten leuchte. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Bin ich Ressource und Quelle und Erholungsgebiet in der Nähe für jeden Deppen, jeden Fracker. My body, so ample, so wide, like a fucking landscape. Besondere Sorgfalt. In der Liebe und in den Gedichten will ich nun nicht mehr lügen. Ich werde das lyrische Ich von nun an ersetzen durch Steak oder Steak mit Kräuterbutter. Wenn ich das Männliche wie Weibliche, das Archaische wie Kultivierte hervorheben möchte. So verschwinde ich zunehmend. Und ich gehe mit Ihnen jetzt ins Angebot und sage, Jesus kommt, wir räumen auf, kehren unter den Teppich, stellen uns gerade hin mit geschnittenen Haaren, ziehen ein Kleid an, auch die ehrlichen Jungs, sagen artig Danke und Bitte. Jesus, der schaut, so kennt er uns gar nicht, fragt, ob er sich in der Tür geirrt. Und ich sag, ja, man wird doch den einen Abend noch höflich sein dürfen. Das von Werner Volkmann erwähnte Gedicht, das ist das hier. Man sieht's. Die Messe biegt in ihre 40. Minute, als gewandelt wird. Das Wasser in Wein zu Blut, das Brot als Hostie zu Leib. Glockengeklingel, Ministrant tritt immer hinten auf die Kutte, wenn er sich erhebt. Da ist viel Leib am Werk. Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden Jahren verbindet den keiner. Das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch. Kummerkasten aus Holz mit Schlitz. Gut, dass alles gewandelt wird, werden Sorgen, Gesänge. Auch hier kein Blitz. Sehr gut. Sehr gut. Und dann schließe ich vielleicht, denn es ist doch also wirklich, ja genau, um den Sauerstoff nicht mehr so gut bestimmt, hier bestellt im Hause. Ich bedanke mich ganz herzlich, ich bedanke mich vor allem bei Jana Volkmann, herzlichen Dank. Vielleicht, bitte, nicht nur vielleicht, schenken Sie einen großen Applaus. Es ist so besonders, wenn eine Autorin so wunderbar behandelt wird. Ich danke auch der alten Schmiede für die Auswahl und diese Paarung. Danke, Jana Volkmann. Vielen Dank. Merci. Sehr schön, merci. Und ja, wann darf man schon zweimal in einem Literaturhaus nacheinander lesen? Also auch dir meinen herzlichen Dank, liebe Mieze Medusa, für einen wunderbaren Abend gestern. Applaus! Ich bin die Christin mit dem Schandfleck am Knie, das ich aufschlug, nicht aufrieb im Dienst. Ich bin die Christin, die blutet bis auf den Hosenboden und die, die den Pulli um die Hüfte bindet. Ich bin die Christin, die beim Chatten nach Fotos von Händen fragt, so ungläubig ist sie. Ich bin die Christin, die mal textsicher ist, die das Singen nach der Orgel aber meistens vertut. Ich bin die Christin, die sich im Lammkostüm vor den Bischof setzt. Ich bin die Christin, die im Leben, im Täglichen das Brot verschmäht. Ich bin die Christin, die nach Kunst in der Kirche fragt. Ich bin die Christin, die durch die Riten die Rätsel annimmt. Ich bin die Christin, die bewundert, wenn einer aus einem Schrank steigt, der ihn eingesperrt hielt. Ich bin die Christin, die ernst macht mit der Liebe für den immer Nächsten. Ich bin die Christin, die den Tag lobt und den Abend dazu, selten das eine vor dem anderen.
Ich bin die Christin, die zu ihrem Gott hält, wenn er sich outet und alles sich wendet. Ich bin die Christin, die beim Weltuntergang und im Höllenfeuer besonders gut angezogen sein möchte. Ich bin die Christin, die an viel zu viel Weihrauch, nicht an zu wenig sterben möchte. Ich bin die Christin, die die weißen Westen der Diener Gottes anschwärzt. Ich bin die Christin, die langbeinig schwankend den Männchen die Köpfe verdreht, sie zu essen. Ich bin die Christin, die verzückt bei der Wandlung klatscht, weil die Show so täuschend perfekt. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Und dann wünsche ich der alten Schmiede ein wunderbares Sommer-Gap-Loch. Nee, was machen die jetzt? Jetzt ist Pause. Urlaub, so heißt das. Gibt einen schönen deutschen, deutschsprachigen Begriff dafür, ausgezeichnet. Und ich meinte das ganz ernst, weil jemand vielleicht einen vietnamesisch sprechenden Freund oder eine Freundin hat. Hier sind einfach zwei dieser Ben. Ich lasse sie einfach so da und wer sie dann einfach nimmt, ich schaue gar nicht hin. Ich freue mich aber, wenn das nochmal ein Gespräch ergibt. Merci.